Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 11. Versteckt am Boden liegt sein Fangstrick. Die Falle für ihn auf dem Pfad. Ringsrum ängstigen ihn Schrecken und scheuchen ihn auf, Schritt und Tritt. Hiob Kapitel 18, Verse 10 bis 11. Wir hatten in den letzten Nächten keine schlechte Ausbeute, stellte Eliphas mehr zu sich selbst als an Antonio gewandt fest. Sein Rottmeister nickte schweigend. Der Tod des Beutereiters durch die Hand des gefallenen Engels hatte die Söldner schwer getroffen. Eliphas war eher froh darüber, ihm blieb so erspart, Filippo selbst zu bestrafen. Nicht, dass es ihm persönlich etwas ausgemacht hätte, aber eine angemessene Bestrafung hätte bei der Rotte sicher Unwillen hervorgerufen, und das konnte er jetzt nicht gebrauchen. »Ich denke, es ist genug, um vorerst nach Rhodes zurückzukehren«, erklärte er. »Besonders in Anbetracht unseres neuen Gefangenen. Wir werden noch heute aufbrechen. Je früher wir ihn den Templern übergeben können, desto besser. Und ich möchte nicht, dass es auf der Reise zu irgendwelchen Übergriffen deiner Leute kommt. Haben wir uns verstanden, Antonio?« Der dunkelhaarige Söldner nickte wieder. »Selbst in Ketten ist der gefallene Engel gefährlich, und ich möchte nicht noch einen Mann verlieren. Wegtreten!« Eliphas wandte sich um und ging in sein Zelt zurück, um seine Sachen für die Abreise zu packen. Ja, es war die richtige Entscheidung, erst einmal den Engel loszuwerden. Seit dem Zwischenfall bei ihrer Rückkehr letzte Nacht lag eine deutliche Spannung über dem ganzen Lager, die sicher nicht verschwinden würde, solange sie den Engel bei sich hatten. Nachdem der Engel in Ketten gelegt worden war, hatte Eliphas dafür gesorgt, dass Filippo aufgebahrt wurde und eine Totenwache eingeteilt. Heute früh war der ermordete Söldner dann unter einem Steinhaufen am Ufer des kleinen Sees, den der Fluss hier im Tal bildete, begraben worden. Danach hatte Eliphas ein paar Männer die Felsen hinaufklettern lassen, um nach dem Lager des Engels zu suchen. Und tatsächlich hatten sie oben einen Sack mit Ausrüstung und seine Lanze gefunden. Wenn sie sich beeilten und den kürzesten Weg nahmen, sollten sie in 4 oder 5 Tagen Rhodes erreichen. Eliphas hoffte, dass ihnen auf dem Weg dorthin nicht noch mehr unangenehme Überraschungen bevorstanden. Schweigend und gefügig ließ sich Hiob vom Käfig der Kinder losketten, als die Beutereiter das Zelt abbauten. Einer der Söldner wurde zu seiner ständigen Bewachung eingeteilt, während die anderen mit ledernen Tragschlaufen den schweren Käfig auf das Floß am Ufer schleppten. Anschließend konnte Hiob beobachten, wie Eliphas Leute zügig das restliche Lager abbauten und ihre Ausrüstung auf die Pferde luden. Für die Zelte hatten sie 2 Packpferde dabei. Es war Mittag, als sie das Tal verließen. Die Wolldecke war an einigen Stellen abgerissen und die Sonne brannte fast senkrecht ins Tal herunter. Menschen und Tiere litten sichtbar unter der Hitze. 2 Beutereiter hatten die Treidelleinen vom Floß mit ihren Pferden verbunden, aber sie hatten wenig zu tun, da sie sich stromabwärts bewegten und das Floß von der Strömung getragen wurde. Die schwierigste Arbeit hatte der Söldner zu erledigen, der mit einer langen Stange auf dem Floß herumlaufen musste, um dafür zu sorgen, dass es nirgendwo auf Grund lief. Hiobs Hände waren jetzt mit schweren Eisenhandschellen gefesselt. Eliphas selbst hatte kurz vor ihrem Aufbruch ein Seil durch die Verbindungskette gezogen und sie mit dem Sattelknauf eines Pferdes verwunden. Zuerst hatte Hiob gedacht, der Kompteur würde ihn höchstpersönlich hinter sich herziehen. Aber es war das Pferd seines Rottmeisters gewesen, an dessen Sattel Eliphas ihn festgebunden hatte. Jetzt ritt der Kompteur mal dicht hinter, mal dicht neben ihm durch das Tal, je nachdem, wie breit das Ufer gerade war. »Ich hatte dich gewarnt, Engel«, sprach Eliphas ihn vom Pferd herab an. »Jetzt bleibt mir nichts anderes, als dich im Kloster Rhodes den Templern zu übergeben, und die werden dir dann wohl den Prozess wegen Ketzerei machen.« Hiob schritt schweigend und ohne aufzusehen hinter dem Pferd des Rottmeisters her.
Der Kompteur ließ aber nicht locker. Vielleicht werden sie dich auch zuerst in deinen Himmel zurückschicken, damit dein Ab über dich richtet. Aber das wird dein Schicksal auch nicht leichter machen. Du hast sicher auch gelernt, dass es keine abtrünnigen Engel gibt. Ich bin kein Abtrünniger. Gott hat mir nur einen anderen Weg bestimmt, antwortete Hiob jetzt, den Blick immer noch fest auf den Boden vor sich gerichtet. Oh, die Kirche wird sicher gar nicht gerne hören, dass du glaubst, mit deinen Taten Gottes Willen zu tun. Ein Grund mehr, dich als Ketzer zu verbrennen. Der Herr hat mir keine Anweisungen erteilt. Er hat mir nur Träume geschickt, Visionen. Vielleicht hat er mir die Flügel genommen, aber er hat mich auch erweckt. Erst jetzt, seit ich genesen bin, habe ich das Gefühl, wirklich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Eliphas lachte trocken. Ja, das könnte funktionieren. Vielleicht kannst du das Tribunal wirklich davon überzeugen, dass es an deiner Verletzung liegt. Vielleicht werden die Ärzte im Himmel auch feststellen, dass bei dem Kampf mehr als nur deine Flügel zerstört wurden und dass es gar nicht um Ketzerei, sondern um Wahnsinn in sich handelt. Dann würden sie dich vielleicht am Leben lassen. Aber was wäre das wohl für ein Leben? Eingesperrt in einer Irrenanstalt. Ich bin nicht verrückt. Hiob runzelte die Stirn und dachte kurz über seine Worte nach, die er da gerade ausgesprochen hatte. Konnte er sich sicher sein, dass er nicht verrückt war? Aber was änderte das schon? Er konnte nur so handeln, wie er handelte. Und er war bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen, wenn es sein musste. Er schüttelte den Kopf und blickte zum ersten Mal zu Eliphas auf. Bist du dir so sicher, dass du das Richtige tust, Kompteur? Glaubst du wirklich, der Welt etwas Gutes zu tun, indem du Kinder verschleppst? Die Kirche braucht junges Blut. Ohne ständigen Nachwuchs für die Klöster wären wir hilflose Beute des Herrn der Fliegen. Denn nichts braucht die Welt in diesen Zeiten so sehr wie geistigen Beistand. Du musst mir nichts vormachen, Kompteur. Ich weiß sehr gut, wozu diese Kinder auserwählt sind. Aber ginge das nicht auch anders? Könnten nicht von vornherein in den Himmeln Kinder aufwachsen, die dazu bestimmt sind, der Kirche zu dienen? Und das fändest du gerecht? Du hast wirklich nicht viel Weitsicht, Engel. Was du vorschlägst, würde diesen Kindern doch alles rauben, selbst die wenigen Jahre der Freiheit, die die Auserwählten bis jetzt genossen haben. Nein, ich denke, so wie es ist, ist es gerechter. Die Beutereiter machen keine Unterschiede. Egal ob arm oder reich, ob blühende Stadt oder abgelegtes Küstendorf, wir kommen überall hin und holen die Kinder. Und immer nur ein paar, sodass es dem Fortbestand der Menschen nicht schadet. Hiob schüttelte wieder den Kopf, schwieg aber. Er war der Diskussion müde geworden und es wollte ihm einfach nicht in den Kopf, dass der Kompteur so gar nicht verstand, worum es ihm ging. Je länger er schweigend zwischen den Pferden der Beutereiter dahintrottete, desto weniger war er sich sicher, dass er selbst verstand, worum es ihm ging. Sie folgten dem Flusslauf unter der Brücke hindurch, bei der Hiob vor 2 Tagen die Spur der Beutereiter wiederentdeckt hatte. Und es wurde bereits Abend, als sich die enge Schlucht schließlich zu einem weiten, flachen Tal öffnete. Hier zogen die Beutereiter das Floß an Land und begannen, ein provisorisches Lager zu errichten. Hiob wurde vom Pferd des Rottmeisters losgebunden und konnte beobachten, wie Eliphas Antonio mit ein paar Männern in die Dämmerung hinausschickte. Er hatte eigentlich gehofft, wieder mit den Kindern in einem Zelt untergebracht zu werden, sodass er mit Dominik wenigstens ein paar tröstende Worte wechseln könnte. Aber die Söldner machten sich nicht die Mühe, die Zelte aufzuschlagen, sondern rollten sich unter ein paar Bäumen in ihre Decken ein. Hiob banden sie einen Felsen in der Nähe des Lagerfeuers, während sie den Käfig mit den Kindern auf dem Floß am Ufer stehen ließen. Kurz nachdem er in einen unruhigen Schlaf gefallen war, wurde Hiob schon wieder geweckt. Die Beutereiter, die Eliphas nach ihrer Ankunft ausgeschickt hatte, kehrten zurück. Bei ihnen war ein verängstigter Bauer, der einen großen, zweispännigen Wagen mit schweren Stollenreifen
aus Gummi lenkte. Auf dem Wagen des Bauern konnte Hiob aus verschlafenen Augen ein paar große Fässer erkennen. »Meinen Dank, ehrenwerter Landmann«, hörte er Eliphas Stimme spöttisch herüberklingen. »Du erweist der angelitischen Kirche einen großen Dienst, indem du uns für unsere wichtigen Missionen dein Fuhrwerk zur Verfügung stellst. Was hast du geladen?« Die leise Erwiderung des eingeschüchterten Bauern konnte Hiob nicht verstehen. Aber offenbar gefiel dem Beutereitern, was er sagte, denn sie reagierten mit lauten, zufriedenen Gelächter auf seine Worte. »Nicht so hastig«, erklang darauf die Stimme des Komtours. »Wir sind keine Diebe. Ladet die Fässer ab. Eines werde ich dir abkaufen, Bauer. Die anderen werden wir hier stehen lassen. Du kannst sie mit einem anderen Wagen abholen. Dein Fuhrwerk werden wir in einigen Tagen im Kloster von Rodez unbeschadet abstellen. Du kannst jetzt gehen.« Der arme Bauer verbeugte sich zögernd ein paar Mal und stolperte durch die Dunkelheit davon. »Schenk das Bier unter deinen Leuten aus, Antonio. Sie haben es sich verdient. Aber achte darauf, dass niemand vergisst, dass wir morgen in aller Frühe aufbrechen.« Erneut hallte das Lager vom Jubel der Männer wieder. Es sollte noch eine Weile dauern, bis die Beutereiter das Fass geleert hatten und Hiob wieder Ruhe fand. Besorgt beobachtete Eliphas, wie die Söldner den Käfig mit den Auserwählten vom Floß auf den Wagen hoben. Kurz vor Morgengrauen hatte es angefangen, wieder heftig zu regnen. Bei ihrem Aufbruch in Rodez hatten sie ein paar schwere Regengüsse ertragen müssen, aber danach hatten sie mit dem Wetter ziemliches Glück gehabt. Jetzt goss es wie aus Eimern, und die Männer bewegten sich mit dem schweren Käfig vorsichtig und fluchend über das aufgeweichte Flussufer. Wenn es auf dem ganzen Weg zum Kloster so weiter regnete, was leicht passieren konnte zu dieser Jahreszeit, würde das Fass Bier von gestern Abend die Beutereiter nicht lange bei Laune halten. »Antonio!« Eliphas winkte den schweigsamen Rottmeister herüber. »Ich denke darüber nach, wegen des Wetters den Weg durch den Wald zu nehmen. Was denkst du?« »Der Weg durch den Wald von Levesou ist sicher der kürzeste und angenehmste bei diesem Wetter. Kommteur, aber ihr habt gewiss nicht vergessen, dass während der letzten Schlachten in den Tälern des Zentralmassivs die Traumsaat durch die Wälder nach Süden versprengt wurde.« »Nein, das habe ich nicht vergessen. Aber was meinst du, was bei deinen Leuten überwiegt? Die Angst vor versprengten Traumsaat-Kreaturen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie überhaupt da sind, oder die Abneigung gegen ein paar Tagesmärsche bei Dauerregen?« Der Rottmeister grinste. »Ich würde den Wald vorziehen, Komteur.« Eliphas nickte und wandte sich zu seinem Rappen. »Dann sind wir uns ja einig.« Bei Gelegenheiten wie diesen wusste er nicht so recht, was er von dem Rottmeister zu halten hatte. Bisher war er immer sehr zufrieden mit ihm gewesen. Die meisten Mitglieder seiner Rotte folgten dem stillen Italiener schon viel länger durchs Land, als Eliphas Komteur war. Aber Antonio hatte von Anfang an dafür gesorgt, dass sie Eliphas den Respekt entgegenbrachten, der ihm zustand. Von anderen Komteuren hatte er gehört, dass es besonders am Anfang schwer war, die Beutereiter zu kontrollieren. Gerade wenn es sich um erfahrene Söldner handelte, ließen sie sich nicht gern von einem jungen Templer Befehle geben, der noch keine Erfahrung mit den Eintreiben des Kirchenzehnten hatte. Antonio war so nicht gewesen. Von Anfang an hatte er sich dem jüngeren Eliphas ohne Murren untergeordnet, und die Männer und Frauen in der Rotte waren seinem Beispiel gefolgt. Dabei sprach Antonio nur, wenn es unbedingt nötig war. Das machte ihn schwer durchschaubar. Aber dennoch, er verhielt sich immer korrekt. Korrekt war genau das richtige Wort. Er machte seine Arbeit gewissenhaft und achtete darauf, dass die Leute in seiner Rotte es auch taten. Nur zu ganz wenigen, nicht vorhersehbaren Anlässen konnte Eliphas eine Gefühlsregung im Gesicht des Italieners erkennen. So wie in diesem Gespräch gerade. Und dann war ihm der Mann einfach etwas unheimlich. Sie erreichten den Wald von Levesou am späten Vormittag. Das Wetter hatte sich seit ihrem Aufbruch nicht verändert
und so ließ Eliphas die Rotte in den breiten Weg einbiegen, der durch den dichten Wald führte. Im Wald herrschte ein schattig grünes Halbdunkel, und auch wenn es ständig überall tropfte, bot das dichte Blätterdach einen guten Schutz vor dem andauernden Wolkenbruch. Antonio hatte zwei seiner Leute ein Stück vorausreiten lassen. Auch wenn er genauso wenig wie Eliphas glaubte, dass sie hier wirklich Traumsaat begegnen würden, war er vorsichtig. Der Kompteur lächelte. Nichts anderes hatte er von seinem Rottmeister erwartet. Bis Sonnenuntergang verlief die Reise ereignislos. Ohne Schwierigkeiten fanden sie einen guten Platz zum Lagern und auch während der Nacht eignete sich nichts. Am Morgen hatte sich das Wetter zwar noch immer nicht verändert, aber die Stimmung unter den Leuten hatte sich etwas gebessert. Auch die Zweifler unter ihnen schienen mittlerweile davon überzeugt zu sein, dass es eine gute Entscheidung gewesen war, den Weg durch den Wald zu nehmen. Kurz nach Mittag kamen der Rotte dann plötzlich die beiden Späher entgegen, die Antonio auch an diesem Morgen wieder ausgeschickt hatte. »Kompteur«, rief der eine der Beutereiter atemlos, als die beiden auf ihren Pferden heranbrechten. »Da vorne ist etwas, in einer alten Ruine.« »Drück dich klar aus, Mann. Was habt ihr gefunden?« Eliphas lenkte sein Pferd dicht an die Tiere der Späher heran. »Traumsaat, Kompteur«, sprudelte es aus dem anderen hervor. »Also glauben wir zumindest. Es sah so aus, aber es hat sich nicht bewegt, Kompteur.« Eliphas zog die Augenbrauen zusammen. »Was soll das heißen? Muss ich es mir erst selbst ansehen?« »Das wäre sicher das Beste, Kompteur.« Erleichtert senkte der eine Späher den Blick, während sein Begleiter unsicher in die Richtung zurückblickte, aus der sie gekommen waren. »Nun gut«, wandte sich Eliphas an seine Rotte. »Wir werden alle zusammen weiterreiten. Haltet eure Waffen bereit und seid wachsam. Wir wissen nicht, was uns da vorne erwartet.« Bei den letzten Worten konnte er den Spott in seiner Stimme nicht verbergen und sah die Späher noch einmal verächtlich an. Als er mit gezogenem Schwert langsam vorausritt, konnte er hinter sich hören, wie Antonio die Späher noch einmal leise ausfragte. Hinter der nächsten Biegung lag tatsächlich eine Ruine. Es musste sich um einen Gasthof oder eine Wegstation gehandelt haben. Anscheinend war das Gelände noch vor nicht allzu langer Zeit bewohnt gewesen. Überall konnte Eliphas die verkohlten Überreste hölzerner Dachschindeln erkennen. Der hohe Dachstuhl war geborsten und in den kleinen Fenstern in den flachen Steinwänden steckten noch die letzten Scherben der Glasscheiben. Erst auf den zweiten Blick entdeckte Eliphas, was die Beutereiter so verstört hatte. An einem großen, freistehenden Torbogen aus rostigen Stahlträgern hingen mehrere große, eiförmige Objekte. Das Halbdunkel des Waldes verlieh ihnen einen matten, schwarz-grünen Glanz. Das wuchtige Tor musste einst zu einer Koppel oder einem Hof hinter der Wegstation geführt haben. Die hölzerne Palisade war den Flammen zum Opfer gefallen, die auch das Haupthaus vernichtet hatten. Vorsichtig lenkte Eliphas seinen nervös schnaubenden Rappen in einem weiten Bogen um das ausgebrannte Gebäude herum, das lange Rottschwert fest in der Hand. »Die Schützen zu mir!« Ohne sich umzusehen, ritt Eliphas im Schritt auf den Torbogen zu. Von den Torflügeln war keine Spur mehr zu sehen. Wahrscheinlich waren auch sie aus Holz gewesen. Insgesamt hingen 5 der merkwürdigen Objekte an dem Stahlträger. 2 waren kaum größer als Melonen und ihre Farbe war verblasst. Ein merkwürdiger, grauer Schleier wie von Spinnenweben überzog sie. Die anderen 3 hatten die Größe von Kindersärgen und waren mit einem trüben Schleim überzogen, der langsam an ihnen heruntertropfte. Die Kapseln unter dem Schleim erinnerten Eliphas an riesige, dicke Erbsenschoten, die mit dem Stiel am Eisen des Torbogens angewachsen schienen. Mit einem kurzen Blick über die Schulter versicherte sich der Kompteur, dass die Schützen seinem Befehl gefolgt waren. 3 Beutereiter hatten ihre nervösen Pferde hinter ihm zum Stehen und ihre schweren Armbrüste in Anschlag gebracht. Der 4. Schütze war etwas abseits abgestiegen, um sich einen sicheren Stand zu suchen. Er war der Arterialist der Gruppe und mit einer langen Muskete bewaffnet. Eliphas hatte sich sehr gewundert, dass diese Waffe im Arsenal der Beutereiter vorzufinden war. Aber der Söldner hatte ihm stolz ein Dokument der angelitischen Kirche präsentiert,
der ihm den Besitz dieses Wunderwerks der Waffentechnik erlaubte. Später hatte Eliphas erfahren, dass die Kirche bei den Beutereitern nicht nur was ihre Ausrüstung anging, häufiger ein Auge zudrückte. Im Moment war es ihm jedenfalls ganz recht, diesen Spezialisten und seine Waffe dabei zu haben. »Antonio, ich brauche hier einen Freiwilligen. Lass jemanden absitzen und die Dinger aus der Nähe untersuchen.« »Ich werde selbst gehen, Kompteur.« Eliphas nickte. Als Antonio vom Pferd stieg und an ihm vorbeigehen wollte, hielt er den Rottmeister zurück. »Bring mir den Engel her.« »Kompteur, ihr wollt doch nicht etwa den Gefangenen vorausschicken?« »Nein, aber ich will seine Meinung hierzu hören. Er sollte sich ja wohl mit der Traumsaat auskennen.« Antonio winkte seinen Leuten zu und einer der Beutereiter brachte den Engel zu ihnen herüber. Geschickt fing Eliphas mit der freien Hand das Seil auf, das an Hiobs Handschellen befestigt war, und wickelte es um seinen eigenen Sattelknauf. Er ließ Antonio zu dem Torbogen hinübergehen und wandte sich an den Engel, der die Szene aufmerksam beobachtete. »Hast du so etwas schon einmal gesehen, Raguelit?« Ohne die Augen von dem Torbogen zu nehmen, antwortete der Engel. »Kokons. Sie enthalten die Brut der Traumsaat. Ich habe gehört, dass sie sie manchmal zurücklassen, wie Pestbeulen, die erst später aufbrechen. Die Höllenbrut in ihrem Inneren kann angeblich jahrelang überleben, ehe sie schlüpft und Tod und Vernichtung verbreitet. Bei der Schlacht von Librek vor fast 100 Jahren haben Legionen des Herrn der Fliegen angeblich ein ganzes Dorf mit solchen Kokons verseucht und mehrere Engelsscharen vernichtet, als diese in dem Dorf landeten.« Antonio war bei den Kokons angekommen und hatte den Torbogen einmal umrundet. Abwartend sah er zu seinem Kompteur und dem Engel herüber. Mit einem kurzen Handzeichen bedeutete Eliphas seinem Rottmeister, vorerst nichts zu unternehmen, und beugte sich dann wieder zu dem Engel hinunter. »Welche Dämonen stecken in den Kokons?« Der Raguelit zuckte die Achseln. »Die beiden kleineren sind tot, vermute ich. In den anderen dreien kann alles Mögliche stecken. Millionen winziger Fliegen, die uns in Mund und Nase dringen und von innen auffressen, oder einzelne große Dämonen von beliebiger Gestalt, die uns mit ihren Klauen aufschlitzen oder ihrem höllischen Feuer verbrennen können.« »Wissen Sie denn, dass wir da sind? Können Sie uns hören?« fragte Eliphas. Wieder zuckte der Engel die Achseln. »Ich weiß nicht. Niemand weiß, über welche Sinne die Dämonen der Traumsaat verfügen. Und wer weiß, vielleicht ruht ja in diesem Moment eines der wachsamen Augen des Herrn der Fliegen auf uns.« »Und was schlägst du vor?« Zum ersten Mal sah Hiob ihn an. »Du bindest mich los, Kompteur, und gibst mir meine Waffe, damit ich tun kann, wozu ich erschaffen wurde.« Eliphas sah den Engel nachdenklich an. Er konnte sich gut vorstellen, dass der gefallene Raguelit die Höllenbrut töten, ihm danach wieder seine Waffe übergeben und sich erneut widerstandslos in Ketten legen lassen würde. Genauso gut konnte er sie aber auch alle töten, oder zumindest die meisten von ihnen, und in den Wald entfliehen. Außerdem waren diese Kokons sicherlich sehr wertvoll für die Gelehrten der angelitischen Kirche. Eliphas wusste, dass die Beutereiter nicht bereit wären, einen der Großkokons mitzunehmen. Aber die beiden Kleinen könnten sie sicher problemlos bergen und nach Rhodes schaffen. Die eingetriebene Steuer, ein gefangener ketzerischer Engel und zwei Kokons der Traumsaat. Mit etwas Glück würde er nicht mehr lange als Kompteur durch den strömenden Regen reiten müssen. »Antonio, sei vorsichtig, dass du nicht an die großen Kokons kommst, aber schau dir die beiden Kleinen einmal genauer an.«